Was ist das denn? Hast du einen legendären Transmogrifizierungs... Was? Wo? Was für ein Ding? Legendärer Transmogrifizierungsplan. Stellt stellt Pläne für... Was? Für vom Tod inspirierte Waffen bereit. Genau, genau. Was ist das? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber mir ist dem was anderes eingefallen. Bei WoW ist ja so, dass du die Sachen aufhebst, um sie zu transmogrifizieren. Ne? Damit du die benutzen kannst. Musst du hier nicht machen. Ja. Wenn du es einmal gehabt hast, hast du sie. Geil. Weil ich mich gewundert hatte, von wegen, so viele Sachen habe ich doch gar nicht in meinem Dings drin gehabt. Geguckt. Ja. Cool, richtig schöne große Auswahl. Also alles, was unique ist vom Aussehen, wird dann irgendwie so eingespeist in die Datenbank wohl. Und das kannst du jedes Mal dann wieder auswählen. Aber einmal musst du... Ich hoffe, dass sie das bei WoW auch mal machen. Das wäre schön, das ist das Lernlager, das sagt ja voll. Da wollten sie aber auch irgendwas ändern, glaube ich, dran. Ja, hoffentlich. Oh, die, okay. In unserer Gilde sind die nur noch am Looten, die Schweine. Unglaublich. Ja, bei uns auch. Dauernd. Aber jeder, immer wenn einer das lootet. Epics. Legendaries. Wir haben nur Hartz 2, Leute. Die sind Tag und Nacht online. Hartz 2? Was ist Hartz 2? Achso. Keine Ahnung, habe ich von jemandem gehört. Von, wie heißt er wieder? Vielleicht ALG 2. Okay. Nee. Nee. Von mir aus kommen wir weiter. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ja, jo, gerne. Alles klar. Ins Tor springen wieder. Schwupp. Es sei denn, ihr wollt laufen nochmal den ganzen Weg. Nee, bitte. Nein. Sightseeing-Tour nochmal. Wir laufen nicht. Weil ich sterbe meistens immer, wenn ich allein laufe. Draußen, wenn du mit dem Hund so raus bist, dann stirbst du auf dem Weg. Das ist aber ungesund. Ja, nee. Ha, da kann ich ja pullen. Nein, hier gibt's Sand. Oh, oh. Nein, hier gibt's kein Oh, hier gibt's eine Aua. Du gibst nur aufs Maul. Ja. Also seit die Skillungsänderungen gemacht wurde, ist das echt chillig. Das ist herrlich. Also wenn ihr irgendwann mal unterwegs sein solltet, ihr guten Zuschauer, dann nehmt euch eine Gruppe mit einem Tank, einem, der alles einfriert oder stunt und dann noch einen, zwei DPSler. Super geil. Also, wird irgendwann. Wir sind jetzt gerade mal das beste Beispiel für eine gute Gruppe, sag ich mal. Wird natürlich irgendwann schwerer, trotz allem dann, klar, aber man hat ja Überlebensskills dann auch. Nadine, haben wir überhaupt noch Zuschauer? Ja, irgendwie. Ich kann jetzt gerade nicht gucken, wenn wir müssen spielen, töten! Waren 6 Stück, als ich zuletzt gesucht habe. Ja. Wow. 6, die uns die Treue halten. Ja! Du meinst, die zocken, nee, die Treue halten. Ja, wie viel es bei euch sind, weiß ich natürlich nicht. Wahrscheinlich kann man die an einem Finger abzählen. Nee, also ich habe mir jetzt gedacht, wir machen regelmäßig am Montag-Stream. Ne, warte mal, ihr macht Montag-Stream, ne? Dann machen wir Dienstag-Stream. Was Dienstag machen wir? Gibt es aber noch Konkurrenz-Streams von größeren... Ist ja klar, ist ja nur zum Aufbauen so ein bisschen gedacht, dass man mal regelmäßig streamt. Den Tuesday-Stream-Day quasi draus machen. Oder Mittwochs. Also wir machen aber nicht jeden Montag, ne? Wir machen immer nur montags, wenn wir zu faul sind. Ah, also da liegt der Hase im Pfeffer. Das ist das aktuelle System, weißt du? Nee, ist ja vollkommen okay. Man hat ja noch ein gerades Leben, kommt auch noch dazu. Ja, das ist es ja auch. Mike aber sieht ja sehr gerne Outlast. Ich mache ja beides. Nee. Das habe ich geguckt jetzt bei euch, dieses Outlast. Oh ja, das muss ich weitermachen, Outlast, definitiv. Nee, das ist mir zu krass einfach. Das ist zu so krass. Weißt du, was ich demnächst noch spielen darf, wenn es rauskommt? Ja. Deadlight. Riesen Respekt an dich da, dass du das spielst. Ich kann das nicht. Ich darf Deadlight mal spielen. Übrigens, ihr seid herzlich eingeladen dazu, wenn das nächste Outlast ist, als Zuschauer mitzumachen, also mit Kommentatoren. Spiel du mal. Zum Zugucken und mitlästern. Das ist noch richtig harmlos. Du musst mal Amnesia spielen. Das ist richtig krass. Ich will sowas gar nicht spielen. Ich auch nicht, sie zwingen mich dazu. Das ist einfach nur Stacker-Horror. Ah, nee, mag ich nicht. Die zwingen mich halt echt dazu, ich kann nichts dafür. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Boah, ich lass mich da auch immer drauf ein, warum tue ich das überhaupt? Für die Fans, Alter. Alles für die Fans, leiden für die Fans. Nein, wir zwingen ganz einfach. Wenn das nicht macht, dann poltern wir dann ihn. Achso. Dann bin ich eine Pussy. Ich bin eh eine Pussy, das weiß ich aber. Nee, also ich würde fast sagen, diese Woche nochmal Outlast machen, ist eigentlich eine gute Idee. So, am Wochenende gleich mal. Sonntag zum Beispiel. Da ist eine Tür. Ja, ich habe hier noch Arsch am Eimer. Jetzt Arsch am Eimer? Ach, da, das bisschen da. Guck mal. Ja, aber ich krieg's nicht kaputt.
Was habe ich jetzt eigentlich DPS? Oh. Ist da immer noch was? Komm her! Noch nicht draufhauen, noch nicht. Treasure Goblin, drauf da! Hol durch den Treasure Goblin! Ich hau mal. Wo ist er? Ich sehe nicht mehr! Ist so viel hier los! Wo ist er denn? Ich weiß es nicht. Oh, der ist auf. Was? Wo denn? An der Tür! An der Tür, Scheiße! Meister. Ja, hier auf Torment ist es echt. Da brauchst du viel DPS, um wegzukriegen. Ja, wir haben aber zu viel Scheiße hier gehabt. Ja, sonst hätten wir ihn schon wegbekommen. Ich habe ihn auch nicht gesehen, weil der Frosch. War schlecht zu fokussen mit dem ganzen Scheiß. Ja, richtig. Ich hab überhaupt nichts gesehen. Das ist sogar wieder eine Tür, die wir nicht wollten, aber das ist trotzdem eine Tür. Geil, also das hat sich jetzt immens vermehrt hier mit diesen Türen, ne? Wahnsinn, ich sag ja, unbedingt die ganze Karte abgrasen. In jeder Tür ist ein Event drin. Heißt, Bonus XP und Loot. Das ist echt cool. Das haben sie echt, ich sag ja, es macht unglaublich viel Spaß im Spiel. Und das, wenn ihr euch dann auch die Ruhe nehmt, um die Story zu durchleuchten und vielleicht alles anzuhören, ist es so bitterböse. Geht um Loot und XP. Loot und Leveln. Naja, bei unserem manchmal Fremdes aufmachen, was hat der höchste? 222. Okay. 234. 234 ist momentan der höchste mit Paragon. Muschor. Oh, okay. Bekloppt. Also im Sinne von positiv bekloppt, aber bekloppt. Hey, da ist was Liedernes. Gegner technisch. Wo will der hin? Ah, da. Stille Brigand. Hier, nimm einen Stein, der rollt ein bisschen Liebe. Ist der? Der ist aber nicht immun gegen Blenden anscheinend, ja? Nee, Blenden geht. Stun wird er auch nicht. Doch, jetzt hat er auch nicht. Ja, passt schon, wir kriegen eh keinen Schaden. Außer aber war, da kriegt aber so Schaden. Hier. Meistens. Genau. Außer der Dicke, der kriegt auch die Fresse. Ja, ich halte das Mantra jetzt ein bisschen oben, dann dürfte es auch okay sein. Kriegen wir schon. Ja, aber jetzt die Aura auf dem Boden noch. Boom, Baby! Yeah. Boom! Stimmt! Jawoll! Geh da down! Der Kremator. Das ist ein. Hat jemand Fire Skills von uns? I'm on fire. Ich nicht. Ja, ich hab nur einen Feuer-Skill halt. Bringt er wahrscheinlich dann auch nicht, weil du nutzt derzeit den Feuer-Geschützturm, aber sonst nichts. Also, falls jemand haben möchte. Ich habe jetzt fast alle Legendaries ausgetauscht. Legendary. Hurra. Ansonsten einfach wieder hinwerfen für jemanden, der es vielleicht haben möchte, ansonsten ist es auch egal. Nee. Minus 19% Schaden hätte ich sonst. Ja, also ich gehe momentan auch auf Aua machen. Ach, da leuchtet noch was, Jungs. Wo? Oh. Hier. Geheimtür. Oh, ah, das ist eine Geheimtür. Geil. No. Geht noch. Kommt zu mir, meine Kinder. Hier gibt's Prügel. Umsonst sogar. Oh, noch mal was. Die Kinder, die sind halt echt hier überall. So kleine Events eingebaut haben, sau geil. Vorhin habe ich zwei Kinder gerettet. Nein, eigentlich haben sie nicht gerettet. Wenn er die. Ich spoiler nicht mehr, also wenn er sie findet, ist super schön. Okay. Voll schön, besser als so ein bisschen was von Disney. Voll viele Banditen hier. Sag mal, wie viel hat denn der hier? Der Arsch. Wie sieht man eigentlich die Hitpoints? Virgil Halterschneider, keine Ahnung, wie er den vorzieht. Ich sehe nur, wie er sie verliert. Böses Lachen bitte jetzt. Ja, aber bräuchte auch noch so eine Taste wie Dungeon Land. Kennt ihr das? Mit der Lachtaste. Super. Das Soundboard? Nee, Dungeon Land. Kennt ihr das Spiel? Wurde uns mehrfach empfohlen tatsächlich von LPSG. Kam ich aber noch dazu, würde ich unglaublich gerne mal meistern und spielen. Können wir auch mal einen Koop spielen eigentlich? Das kann man zu fünf vor allem. Sehr, sehr gerne. Und einer muss den Dungeon Meister machen. Genau. Freiwillig. Der Dungeon Meister hat nämlich so eine Lachtaste. Also der kann immer das ist auf der Leertaste, der kann die ganze Zeit lachen. Ja, das ist total krass. Böses Lachen. Ich habe hier gerade eine Faustwaffe gefunden, die tatsächlich besser ist als meine Legendary. Yay. GZ. Flünk. Und damit sind wir bei 96.000 Schaden. WTF. WT... What the...
Warum? Ich hab grad mal 75.000. Das ist mehr als ich vorher noch hatte. Auf 200.000 hochgehen. Das ist so krass, die Leute gehen hier teilweise rein mit 200.000. Ja gut, der Barbar hat auch ein bisschen mehr. Bei mir ist es so, ich hab relativ anders geskillt. Okay. Ich könnte natürlich jetzt alles noch auf Crit und so weiter packen, dann macht es wahrscheinlich ein bisschen mehr aber. Ja. Ich bin momentan durch das neue Leveln, durch das neue Skill-Zeugs noch nicht ganz so, wie soll man sagen, so sicher, was ich jetzt, wie ich weiterspiele. Das wird so mit Level 70, glaube ich, dann. Gibt es eigentlich irgendwo Guides, wo man sich einlesen kann? Ganz wenige. Ich meine, es ist gerade erst frisch raus, ganz, ganz wenige. Okay. Oh, wo der Hund will, was ist denn los, wo ist Hilfe? Wir sind übrigens mal runtergegangen in das Häuschen. Ja. Wir müssen hier gerade noch eins machen. Ach so, ja, wir grillen hier noch schnell so ein Küchli. Können wir hoch? Woink. Woink. Und der Hund kratzt an meinem Arm. Das ist gut. Aufmerksamkeit. Ja, voll. Attention Whore. Attention Dog. Pest-Tunnel, hört sich nicht gut an, Alter. Woink. Ich finde es nicht gut, dass uns Aufmerksamkeit schenkt. Ich kommt her, meine Brüder, hier habt ihr einen Stein, der rollt über euch und lasst euch sein. Was? Den Stein an mir verrückt es immer in die Fresse rein. Schon lustig, wenn es so ein Elementar in so einen Stein verwandelt. Ach, der Pest-Tunnel ist etwas größer. Ja, echt? Ja. Dezent. Und da gibt es auch im Übrigen ein Event, das ist genau hier um die Ecke. Geht da ruhig mal rein. Nee, das ist noch nicht das Event. Das ist ein Event. Du musst das Ding nämlich kaputt machen. Den Schmerzofen? Ja. Und der tut im Übrigen weh. Ich schaffe nicht. Alter. Ich versuche so gut zu heilen, wie es geht, aber es ist nicht einfach. Au. Potion. It is not ready yet. Kapral, weiß gar nicht, was ihr habt. Ich stehe denn. Ja, Fernkämpfer Arsch. Arsch, ey. So. Achso, jetzt ist es zu spät. Was ist denn hier noch? Was ist denn hier noch für Getier? Ganz, ganz viel. Vor allem so Rattenzeugs. Wir haben so ein Rattenproblem hier unten. Die Geschichte zu diesem Ort gibt es tatsächlich auch. Hier wurden immer die ganzen Leichen runtergeworfen. Na super. Das macht man ja auch normalerweise, ne? Ja, mache ich auch so. Ey, wenn ich Leichen abwerfe, tut man die Kanalisation. Ja, schmeiß den Kanal. Ja. Alter. Und? Durch die Toilette. Ja, einfach mal durchstopfen. Was ist denn hier oben? Ratten, noch mehr Ratten. Kannst ja vorher noch einen Mixer schmeißen. Ah, ich sehe schon, da spricht der Profi. Ja, gelernter Metzger, weißt du nicht. Let's fetz, sprach der Profi. Komm her hier, Rappen. Ab in die Mitte. Nein, schön hier bleiben. Bam! Yeah! Na, geht selbst für 63, das geht aber fix hier. Knackt er mit über 100, abgeschlachtet in einer. Nee, war nur 40. So, das ist noch so ein Ding. Boah, Alter. Boah! Da krieg ich zu viel auf die Fresse bei dem Scheiß. Ja, das können eigentlich auch die Fernkämpfer machen. Ja, das ist nicht eisimmun leider. Ja, ist auch leider pull-immun. Das Ausweichen hilft auch nicht so wirklich. Aber ich heile euch, wenn ich das auslöse, deswegen versuche ich das immer wieder. Hier. Ah, da kommen noch Ratten raus aus dem Scheiß, Alter. Schade, dass die Flammen die Ratten halt nicht platt machen. Das wäre es halt noch. Das wäre richtig cool. Hatte ich am Anfang nämlich gedacht, dann hat mich das Flammenzeugs geröstet. Jetzt ist er gleich kaputt. Und da geht er down. Was ist denn hinten los? Ich habe hier so sehr Ratten. Der Rattenschaf hier. Muss mal eben. Den Rattenkurier, haha! Ratatouille gibt's hier. Was hab ich hier gefunden? Gebrochene Versprechen habe ich gefunden. Oh, das ist Wahnsinn. Alles für mir! Warum versprichst du auch so viel?
Broken Promises, was ist das denn überhaupt? 100% down DPS. Was für dich? Go, go, go. Töten! Sag mal her, was ist denn das? Das ist ein Ring. Oh, schön. Nettes Teil. Alter. Was denn? Bist du im Schwitzen? Ja. Der transpiriert sich hier. Alles für mich. Alle Ratten, ich bin der Rattenjäger von Harlem. Guck mal, Skelette. Mehr Skelette, mehr Gegner. Alle zu mir. Das ruckelt ein bisschen, geil. Mehr. Mach drei, Jungs und Mädels. Sehr nice. Und, was haben wir, was haben wir? Läuft der noch? Ja. Da geht noch was. Da ist noch was da hinten. Zwei große Monster, ich hab nicht. Bei mir hat der Counter auch nicht. Counter geht noch. Ah, Fernkämpfer, ganz einfach. Das wird ein Massaker, Meine Rekord waren, glaube ich, 104 oder so irgendwann mal. Geil, eingefroren. Boah, das geht so ab. Jetzt weiß ich auch, warum ihr die ganze Zeit keine Hitpoints verliert. Aber mein Zyklon heilt euch. Das ist so eine Sache, die habe ich am Anfang vermisst. Beim Dreier. 17 mit einem Schlag getötet die ganze Zeit, ey. Rolle. So, sind wir jetzt ruhig hier? Nee. Noch was? Schicks, 145. 350.000 Bonus. GTF. 146 Stück. 350.000 XP bekommen für diese Massenkarambolage. Wie geil. Nochmal! Wir haben nicht zu viel gesprochen. Das ist ein Gemetzel. Ein absolutes Gemetzel. Und wir haben schon eine Stunde drauf. Ja. Ja, super. Egal. Weiter. Das ist das typische, man merkt nicht, wie die Zeit. Ja. Also, wir haben noch ganze 4 Zuschauer. Hallo, ich bin's. Treue Zuschauer. Die treuen Seelen unseres Kanals. Holt mal mehr hier rüber. Ja, genau, ich bin dabei. Moll, moll. Na, irgendeiner geht mal kurz los, holt noch was. Ich versuche hier festzuhalten. da geht der letzte Down. Hey, das ist einer. Oh ja, er hat noch mal was gesammelt. Sehr schön. Jetzt aber. Hier geht's weiter. Ja, 47 nur. 46. Ja, immerhin. Ich bin noch. Ich sammle noch. Was macht er denn? Was ein Alter auf Natteltour. Natteltours. 59, okay. Ah, okay. Da ist Sackgasse. Was sagt die Map? Nach keine Tour. Lass mal nach links gehen. Ja. Schauen wir mal, was links da noch ist. Links liegen lassen. Irgendwas ist, ne? Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen durch. Oh, Goblin. Yeah! Komm her, du. Bleib da. Einfrieren. Ja, ich komm mit hin. Hier, bei mir, Ist er immun gegen alles. Er ist leider gegen alles immun, auch gegen das Pullen ist er immun, leider. Scheiße. Er macht das Portal schon wieder auf. Ja, das schafft man nicht. Nee. Weg ist er. Er ist schon wieder weg. Aber jetzt gibt's jede Menge Ratten. Ratatouille! Die Rache ist mein. Moink, moink. Die Ratte ist mein. Mehr! Okay, jetzt kann ich verstehen, warum Ralf sehr gerne den Tank spielt. 74. Großer Gegner. Großer Gegner. Das ist Gold. Oh. Und friert ein. Na, bist du weg. Komm her. Oh, what the fuck? Oh, die Geräuschkulisse ist der Hammer, ey. Hat der mal auf die Musik geachtet? Ich stoße immer wieder Flammen raus. Ich gehe gerade drauf. Ich versuch's schon mit der Heilung, wenn er in der Nähe bleibt, einigermaßen. Einigermaßen? Ja, ich bin halt am Dicken dran. Mein Ultimate ist noch auf Cooldown. Ah, scheiße, Eis. Scheiße Eis. Aber ich halte euch noch am Leben, wie es aussieht. Braucht nur ein bisschen
7 mit einem, 11 mit einem Schlag. Ja, so muss es sein. Mehr mit einem Schlag. Komm. Ich bin auch eingefroren. Ich hab die ganze Zeit Ed an den Füßen hier. Ed ist gut. Wo ist das Große hin? Ah, da. Sag ich ja, die Öfen die sind auch noch gut. Boah, geht los. Ja, so kann ich nicht. 15 mit einem Schlag. Komm jetzt hier raus, ich brauch. Jetzt gibt's aufs Maul. Schon wieder eingefroren. Nein! Aber gerade noch so. Eis kommt. Ich geh mal kurz raus, weil sonst komm ich. Ah, scheiße, da hätte ich doch hier stehen bleiben sollen. Sorry, mein Fehler. Nö, ja, mach nichts. Wir spielen ja nicht Hardcore. Du bist ja gleich wieder da. Ja. 168 Monster, neuer Rekord. Weiter. Ich bin mal drauf, Alter. Dann kommen ja noch mehr. Solange der lebt, werden die anderen auch nachspawnen. Oh Mann. Das gibt gleich einen Bonus an XP, Leute. Was hat der alles? Vortex, Verhalten, Abschirmen. Alter. Es geht, sei froh, dass es einen Laserstrahl macht. Ja, ohne Scheiß. Heilige Mutter Teresa. Alter, der Kämpfer wäre schon fast 2 Minuten am Stück, ey. Vor allem, das ist ein normaler Boss, also ein Zwischenboss. Die sind meistens schwerer als die Storybosse. Das hat sich erledigt mit Ross, sag ich jetzt schon. Die Endbosse sind so knackig. Echt? Ich hab den letzten vorhin, da habe ich dann abgebrochen, weil wir dann angefangen haben zu streamen. Hab ich dann direkt vor der Nase, hab den mal ein bisschen angetestet. Ist ein schöner Lauf-Encounter, sag ich mal. Okay. Aber jetzt ist er gleich down und, oh, ich sterbe. Yeah! 67! 313 Monster. 790.000 Bonus. Und ich habe ein weißes Item bekommen. Okay, ich habe auch einen Ring bekommen. Oh, ist das ein Ring, der ist besser als mein anderer? Und hat einen Sockel. Ich habe ja eine seltene Armbrust, aber ich habe bestimmt schon was Besseres. Ich schmeiß mal hin. Genau, schmeiß einfach hin. Ja, also ich schmeiß auch hin. Was baut man denn in einen Ring rein eigentlich? Ich glaube, einen weißen, oder? Für Resist All Elements muss das, glaube ich, sein. Ja. Doink. Voll wahrnehmen. Also der Ring ist schon amtlich. Was ist das denn da? Weniger Schaden. weniger Schaden, schmeiß weg. Noch kurz das Gold hier einsammeln. Nee, sehr schön. Was habe ich denn an Gold überhaupt jetzt? Ach Gott, Max. Gott, und wir sind immer noch nicht durch das Ding hier. Nee. Lustig ist, ich habe 59 Helm, das ist immer noch besser als die ganze Level 81, 61 Gramm, ich finde. Ja, 61 ist auch nicht unbedingt ein Upgrade tatsächlich, das stimmt. Was? Die Melodien sind so geil, es ist fast immer, es ist stimmig. Ah. Zeit aus, ich muss immer wieder anmachen. Also hier ist es super. Man will ja nicht immer so ein Fanboy sein, ne? Aber scheiße, das ist echt gut, das Spiel. Bisher hat schon gute Arbeit geleistet bei dem. Also mit dem Update plus halt Ross. Sie sind, seit sie wieder unabhängig sind, sind sie wieder besser geworden. Ja, sie haben sich wieder auf ihre alten Fähigkeiten besonnen. Ja, sehr. Ach, diese bösen Öfen hier wieder. Ja, seit die ganzen Aktionärs-Scheiß-Dinger da, Vivendi und so weg sind, ist alles wieder gut. Ja. Ja. Echt. Auf die Spieler hören und nicht auf die scheiß Aktionäre. Aber weißt du, das war ja, als ich noch in der Spielebranche gearbeitet habe, war es doch genau dasselbe Kack. Da ist man als Publisher-Mitarbeiter immer gebeutelt. You are defeated. Ich wollte ja sagen, also ist sowieso immer der Buhmann, der immer schuld ist. Ja. Der dann den Entwickler gezwungen hat, irgendwelche Sachen zu machen. So sieht's aus. Schnell. Ich sag nur EA. Die haben wieso den besten Ruf überhaupt. Absolut. Ja. Ey, dass ich noch Gegner nicht haben will. Alles mir! Das ist halt, ist der Ruf erst ruiniert, ne? Entwickeln wir Spiele ganz ungeniert. So sieht's aus. Hui. Ich hab jetzt erst gehört, zu Probleme gehen und jetzt machen sie aber schon 5 oder wie, ne? Ja. Ja. Das ist halt ey. Das ist nur noch Masse, ey. Gelddruckmaschine. Ja. Eine Kiste! Scheiß auf Qualität. Wow, what the fuck, was grillt mich hier? Wird sich aber irgendwann rächen. Ja, das geht nach hinten los. Irgendwann geht's nach hinten los. Durch die Indies und durch die Kickstarter wahrscheinlich, ja. Mhm. Hoffe es. Weil Qualität und so. Mit Community zusammenarbeiten und so. Ja, das ist mittlerweile der große neue Trend, den ich auch begrüße. Oh ja. Ja.
Da wird dann die Computerspielebranche richtig schön durchgerüttelt. An Planetary Annihilation, Star Citizen und DayZ. Absolut. Ja. Star Citizen, da bin ich auch mal gespannt, ey. Oh ja. Oh Gott, ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich dran denke. Oh, eine schöne legendäre Axt. Und sie ist einhändig. Hippie, 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 hippie. 1705. Kommt in die Offhand. Langsam ist mein Inventar voll. Jetzt bin ich bei 106.000. Alter. Knapp 107, ja. Der Flash Terror. Was hat das eigentlich für ein Level, das Ding? Und das ist nur 67. Die 70er kommen ja noch. Das ist eigentlich schon ein bisschen pervers. Also ich hab einen Bogen. Ja. Stufe 61 mit 650 DPS. Okay. Und dann halt noch 400 Geschicklichkeit drauf oder so. Man darf ja nicht vergessen, ich habe zwei Waffen in der Hand. Und beim Mönch zählen beide volle Schadenszahlen. Das ist das Schöne daran. Und einen Crossbow mit 1600 DPS. Okay. Also die eine ist bei 1524, die andere ist bei 1705. Und beide zählen voll. Das ist halt das Krasse jetzt. Das ist echt krass. Aber das ist eigentlich immer noch ein Witz, wenn man sich einfach was andere haben. So 2000er. Oh, jetzt haben sie gerade Achievements hier abgesandt in der Gilde. Okay. Ach, herrlich. Ich finde es auch, was sie schön super gemacht haben, ist, dass das einfache. Dadurch, dass es diesen Mehrwert hat insgesamt, ja, macht es viel mehr Spaß, in der Gruppe einfach reinzuspringen. Also jeder guckt eher von wegen, er hat gerade mal keine Lust auf Gruppe, weil er gerade eine Ruhe haben möchte. Das ist ja auch mal der Fall. Ja. Wenn man gerade mal die Singleplayer ein bisschen genießen will, also genau. Richtig, genau. Aber ansonsten hüpfst du direkt bei jemandem rein, sagst Hallo und los geht's. Ja, das ist geil. Weil da hat ja jeder was von mehr Loot, mehr XP, mehr, wobei die brauchst du doch für Paragons. Story! Jetzt kommt ein lustiges Event und. Na dann. The city decided the tunnels would serve just as well for plague victims. Ja. Ich finde es auch cool, dass der Lore jetzt immer so ein bisschen erzählt wird durch Bücher halt. Dass irgendwie so manche Leute, die wohl so unterwegs waren und irgendwelche Sachen erlebt haben. Ja. Ja, hier wird alles so aufgedeckt nach und nach. Was haben wir denn da? Das ist ein Frenzy. Ein Fortune Shrine! Lass uns schnell was töten. Warte. Ratten, noch mehr Ratten. Ja, aber hier ist perfekt. Warte. Ich hab hier vorne bei mir sind vier große Ratten. Jawohl. Yeah! Doof da. Oh, noch. Oh, da kommt ein Dicker. Oh, das bitte einfrieren, wenn's geht. Das ist böse. Ja, cooler. Rune kommt. Ich versuche die Heilung oben zu halten, aber ich habe keine. Ich brauche nicht mal Mana. Also Dings. Oh, Potion. Ich muss mal gerade raus hier. Ja, hier sind so grüne Dinger auf dem Boden. Ja, die sind böse. Da hat er. Ah, oh, gerade wieder hingekotzt. Scheiße, nein, die haben Vortex, steh auf, nein, ah, ich bin auch tot, ich wollte dich aufheben. Boah, Jesus, weise. Ja, der Heiler ist tot, deswegen, der Hightech ist gestorben. Schnell weg, erstmal weg, nicht da stehen bleiben, warum bleibst du da stehen, oh mein Gott. Ich zieh's mal ein bisschen zu mir. Alles. Ja, wir sind hier hinten und machen erstmal den Ratten tot. Ja. Genau, mach das mal. Ich bring sie wieder mit. Hat er gesagt, er bringt sie mit? Ah, Leute, will ich gar nicht. Willkommen. Okay. Willkommen. All diese Drecksfeuerketten, die. Ja, die sind ultra böse. Ich hab halt leider keinen Stun mit drin. Ich hab nur Schadenreduktion zu meinem Schlag drin. Du sollst auf dem Platz bleiben, weil sonst hast du keine Chance. Oh, raus hier. Komm her. Alter, so wie ich rauskomme, gewinne ich mich nicht. Oh, raus. Alter, was zum. Da ist man ja sofort tot. Ich hab alles auf Schadensreduktion, aber mehr kann ich leider auch nicht. Boah, raus. Na, der hat mich gepult, die Sau. Alter, die zieh mich halt zurück. Raus. Oh, fuck. Nein, ich nicht. Dieses Vortex geht mir auf den Sack. Jetzt kann ich nicht mehr an der Leiche wieder
Wahrscheinlich weil meine Leiche im Schlamm liegt oder was? Ja, keine Ahnung. Ja, liegt sie auch. Was? Boah, diese Ketten gehen mir auf den Sack. It is not ready yet. Also ich kack schon, aber ich muss nur was hier. Ich kann nicht an der Leiche wiederbeleben. Ich geh mal die Kiste hier kurz öffnen, vielleicht ist da irgendwas. Nee, nix. Nee, auch nicht. Boah, hier, leck mich doch an meinen dicken, fetten, haarigen Eiern. Ich muss zum letzten Speicher kommen. Achso, das ist hier vorne. Salzig vergessen. Salzig? Ja! Ja, genau das meine ich. Nein, nein, ich will nicht. Ist immer noch immer eins tot? Nicht mal ansatzweise. No! Nicht sterben, bitte. Ich komme nicht an sie ran jetzt gerade, deswegen kriege ich leider keine. Jetzt hat er wieder eine Heilung. Oh, puh, Alter! Diese verschissenen Scheißketten. Ich habe hier hinten einen. Und ich habe auf der anderen Seite einen, aber die. Oh, das bist ja du. Diese Flügel, diese Scheißflügel. Voll im Arsch. Ja, sie sind gleich down im Übrigen. Noch durchhalten. Ja, ich halte durch. Aid me. Ja, ich habe leider keinen Mana zum Aiden. Oh, das war knapp gerade. Kommt, die da oben ist noch fast platt. Oh, nein, 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 ich muss hier raus. Oh, scheiße. Gehimmelt. Oh, ich krieg rennt, so in die Fresse. Rennt, rennt, rennt. Heiler ist tot. Heiler kommt mit 3, 2, 1 jetzt. Ach komm, was war das denn? Wir haben sie gleich. Ja, das ich ist. Ich muss dann reparieren. Das kostet mich gerade. Ich sage, ich versuche mich gerade zu konzentrieren. Es ist okay, ich versuche dir auch gerade irgendwie an mir dran zu halten. Es ist aber nur noch einer, glaube ich. Ja, es ist nur der eine hier. Yeah! Boah, Alter! Ein glorreiches goldenes Item dafür. So, ich muss in die Starre. Alter! Boah, wieder toll. Und es ist ein Item für meinen Templer. Aber es ist gut, dann nehme ich nochmal als Single mit. Das ist okay. Ich war zweimal gestorben. Peinlich. 22.000 Rep-Kosten. Naja, der ist ja schnell in der Portokasse wieder drin mit ein paar Verkäufen. Ja, das sagst du. Das, also mittlerweile geht's. Früher, aber am Anfang, was du schon richtig gesagt hast, da hast du ja gekotzt, wenn du sowas machen musstest. Jo. Jetzt verkaufst du eine Waffe für 1000. Echt? Oh ja, oh ja, stimmt, die haben wir gerade schon. 3444. Wow. Krass, die haben wir gerade schon angezogen, das stimmt. Nochmal 3000, nochmal 2,5, nochmal 2,3 und schon hast du es drin. Da sind immer noch alte Items im Inventar, so 400 Gold. Ein paar entzauber ich mache immer so halb, ein paar entzauber ich halt fürs Craften und ein Teil behalte ich halt in der Regel. So, jetzt gebe ich meinem Templer mal dieses nette neue Halsband hier. Okay. Der freut sich dann drin. Ach ne, es ist gar kein. Hä, was ist denn das? Rare Templar Relic. Ach, Relic. So, jetzt passt. Relic ist für den Hals, ne? Es ist vor allem ein 66er davor, dass ich wirklich drüber. Tatsache. Jetzt diskutieren die hier schon wieder. Wer diskutiert?